Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher, Frau Kollegin Zimmermann, Sie hätten erwähnen müssen, dass die Senkung der Arbeitslosigkeit, dass der Mindestlohn, der den Status von wenigstens 3,7 Millionen Menschen verbessert hat, ein ganz wesentlicher Beitrag ist zur Gesundheitsförderung und zur Prävention. Nicht nur wegen der verbesserten Einnahmesituation, sondern auch, weil Arbeit Teilhabe ist. Das ist nämlich auch ein gesundheitsfördernder Aspekt. Es ist ganz viel mit Blick auf diese Gruppen getan worden, die Sie angesprochen haben, nicht nur durch erhebliche Anstrengungen im Bildungsbereich, durch die Verstetigung der frühen Hilfen und deren Ausbau, auch in der Arbeitsmarktpolitik, Mindestlohn. Ich habe es bereits erwähnt. Frau Kühn-Mengele, lassen Sie eine Zwischenfrage von Frau Zimmermann zu? Bitte. Bitte, Frau Zimmermann. Vielen Dank, liebe Kollegin Kühn-Mengele, dass Sie die Frage zulassen. Sind Sie meiner Meinung, dass der Mindestlohn von 8,50 nicht aus der Bedürftigkeit rausführt, dass wir 10,36 Euro bräuchten, um eigentlich 12 Euro, richtig? Das kommt darauf an, welches statistische Amt Sie nehmen. Aber auf jeden Fall 10,36 Euro ist die Niedriglohnschwelle. Und das heißt, Sie müssten 10,36 Euro Ihr Leben lang verdienen, damit Sie später nicht in Altersarmut führen. Meine zweite Frage ist, sind Sie auch meiner Meinung, dass die Arbeit anders verteilt worden ist, dass wir Millionen von Minijobs haben, dass wir Millionen Menschen in Teilzeit haben, dass wir Millionen Menschen im Niedriglohnbereich haben, die eben nicht von den Arbeitsmarktreformen, die Sie immer so hochheben, hier profitieren? Frau Kollegin, ich bin der Meinung, dass der Mindestlohn ein Einstieg in eine verbesserte Lebenssituation von Menschen ist. Ich bin der Meinung, dass fast 4 Millionen Menschen fast eine Verdopplung des Einkommens haben. Und ich bin der Meinung, dass wir auf diesem Felde weiterarbeiten müssen. Aber das sind größere Erfolge, die man auch benennen muss und die die Lebenssituation der Menschen deutlich verbessern. Es ist richtig, Prävention und Gesundheitsförderung, Herr Minister hat es bereits gesagt, sind eine Antwort auf den demografischen Wandel, auf längere Lebensarbeitszeiten, auf veränderte Arbeitsbedingungen, auf die Zunahme chronischer Erkrankungen und auf ungleiche Gesundheitschancen. Umgekehrt können wir sagen, ist wirkungsvolle Prävention und Gesundheitsförderung geeignet, Lebensqualität zu erhöhen, Lebenserwartung zu verstärken, die Zahl der gesunden Jahre zu vermehren und auch volkswirtschaftlichen Schaden zu verringern. Denken Sie alleine an die große Zahl der Menschen, die durch psychische Erkrankungen in die Erwerbsunfähigkeit geht. Um zu sehen, wo wir stehen, ist es manchmal wichtig, auch einen Blick zurückzuwerfen. Seit 1989 gibt es den Präventionsparagraphen. Der Gesetzgeber hat damals die Krankenkassen damit ausgestattet, Angebote für die primäre Prävention zu machen, ohne nähere Begründungen und Aufträge, im Übrigen ohne Deckelung. Und einige große Krankenkassen, die AOK Nordrhein, AOK Niedersachsen, Betriebskrankenkasse, haben damals begonnen, betriebliche Gesundheitsförderung zu etablieren und haben damit gezeigt, dass auch große Tanker, oft als schwerfällig eingestuft, innovativ sein können. Das alles hatte zu tun mit einer Enquete-Kommission, die es damals gab zur Strukturreform der gesetzlichen Krankenversicherung. Da hatte übrigens Minister Blüm einen in seinen Augen hoffnungsvollen Menschen hineingeschickt, der Horst Seehofer hieß, und der dann 1996 als Gesundheitsminister nichts Besseres zu tun hatte, als eben diese Möglichkeiten der Primärprävention wieder abzuschaffen. Rot-Grün hat das 1999 dann korrigiert und die Prävention mit einem wichtigen Zusatzauftrag versehen, dass sie nämlich ungleiche Gesundheitschancen verringern sollte. Und
Danach gab es noch eine Reihe von Anläufen zu einem Präventionsgesetz 2005, 2007, 2011 und jetzt haben wir einen Entwurf, der es schaffen wird. Warum kommen wir immer wieder auf die ungleichen Gesundheitschancen zu reden? In den reichen Ländern erklären sich etwa 3/4 der Krankheitslast aus einer bestimmten Gruppe von Erkrankungen. Das sind, sie sind bereits genannt worden, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Muskuloskeletalen, der Krebs und mit der größten Steigerung dann die psychischen Erkrankungen. Aber das haben die Sachverständigen immer gesagt, damals auch der Sachverständige Lauterbach. Diese Erkrankungen sind auch einer primären Prävention besonders zugänglich. Und von daher ist es ganz wichtig, dass wir auf diesem Gebiete große Anstrengungen machen. Und die unteren sozialen Schichten sind überrepräsentiert. Und diese erreichen wir nicht mit Broschüren, mit Flyern, mit Vorträgen, sondern nur da, wo sie, das gilt für die Erwachsenen und für die Kinder, wo sie leben und arbeiten und gemeinsam lernen und spielen im Setting, in der Lebenswelt. Und da genau setzt das Gesetz an, die Leistungen zur Verhinderung und zur Verminderung von Krankheitsrisiken und die Förderung der gesundheitlichen Kompetenz wird zur Pflichtleistung der Krankenkasse. Die Lebenswelten werden gestärkt. Ab 2016 stehen 7 € zur Verfügung, mindestens 2 für die betriebliche Gesundheitsförderung, mindestens 2 für die anderen Lebenswelten. Und insofern kann dort, wo die Menschen leben, ein Angebot gemacht und verstetigt werden. Die Kommune ist der Ort des Präventionsgeschehens. Sie ist es mit das Quartier. Das fehlt, Herr Minister, im Gesetz. Das müssen wir unbedingt noch nachtragen. Das Quartier mit Kindergarten, Schule, Betrieb, mit Wohnheim, mit Werkstatt für Menschen mit Behinderung, mit Seniorenzentren, mit der ambulanten und der stationären Pflege, mit dem Ehrenamt, mit der Selbsthilfe, mit einem hoffentlich starken öffentlichen Gesundheitsdienst, den wir ganz besonders brauchen in diesen Zeiten. Und warum nicht endlich im Setting in der Lebenswelt auch mal betriebliche Gesundheitsförderung in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung? Das vermissen wir. Warum nicht Präventionsangebote für Ältere in der Pflege? Wir wissen, dass es auch hier Potenziale im wahrsten und im übertragenen Sinne des Wortes zu mobilisieren gibt. Und warum nicht ein gutes Beispiel wie hier in Berlin aufgreifen, dass in die Kinder- und Jugendärztliche Praxis ein Sozialarbeiter der Kommune kommt? Der Kinderarzt hat ja demnächst eine besondere Aufgabe, auch Präventionsangebote und Empfehlungen auszusprechen. Warum nicht ein Sozialarbeiter, der dann auch die Angebote, die es gibt in der Region, aufgreift und vermittelt und dabei hilft, eine Zuwegung zu schaffen? Idealerweise könnte, so meinen wir, ein kommunaler Präventionsrat gucken, was sind die Bedarfe in der Region, im Quartier. Und alle Betroffenen, alle Akteure sollten mitmachen und mitgestalten. Teilhabe, ich sage es nochmal, und Partizipation, das gilt gerade für benachteiligte Gruppen, haben per se einen gesundheitsfördernden Effekt. Und insofern ist die Einbeziehung der Menschen ganz wichtig. Wir fangen ja nicht bei Null an. Es gibt ja gute Ansätze. Wir haben eine gemeinsam erarbeitete Arbeitsschutzstrategie. Wir haben eine betriebliche Gesundheitsförderung mit guten Daten, die auch deutlich machen, dass sich gesundheitsfördernde Angebote rechnen. Wir müssen hier nacharbeiten bei den kleinen und mittleren Unternehmen, das ist ganz klar. Und wir haben die Angebote der gesetzlichen Krankenversicherung
im Setting schon seit einer Reihe von Jahren qualitätsgestützte Angebote für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen, Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung, also vieles, worauf wir aufsetzen können. Übrigens in den Kindergärten werden dann auch die privatversicherten Kinder mit durchgezogen. Die PKV engagiert sich ja an dieser Stelle nicht, vielleicht noch nicht. Und das war ein Angebot für alle Kinder. Da wird nicht gefragt, wie bist du versichert. Was wir uns wünschen, ist Prävention und Gesundheitsförderung, die auch mit Qualität versehen ist. Da sieht das Gesetz Modellprojekte vor. Das ist auch ganz wichtig. Wir haben natürlich unter Freunden auch den Vorschlag oder die Kritik, dass es eine falsche Finanzierung der wichtigen und guten Arbeit der BZGA ist, sie aus Beitragsgeldern zu finanzieren. Hier muss die Steuerpolitik auch herangezogen werden zur Finanzierung. Das halten wir für wichtig. Wir würden den Betrag anheben, der jetzt in die Lebenswelten geht, aber das abhängig machen von den Ergebnissen des Präventionsberichtes. Wir wünschen uns die Verbindung auch zu den großen Programmen, die es noch gibt, etwa soziale Stadt im Kernbereich auch der Menschen. Auch das muss noch Erwähnung finden. Und wir wünschen uns eine Förderung der Selbsthilfe, die ist im Präventionsgeschehen ganz wichtig. Vielen Dank. Nächste Rednerin erteile ich das Wort der Abgeordneten Cordula Schulz-Asche, Fraktion